Ich habe nichts mit Brillen am Hut gehabt, ausser dass ich aus Kind Brillenträger war und gecancelt wurde wegen meiner Brillen. Und hast du auch so eine gehabt? Da? Das ja, nicht? Nein. Als ich klein war, han ich wollen werden, was ich heute bin. Ich han meine Rollen wählen, bin noch das Opfer auf dem Pausenplatz. Aber dank dem Harry wird mir nicht mehr dist aus Brillenträger. Die ersten ikonischen Brillenträger waren Run-DMC, Fat Boys zum Beispiel, Notorious B.I.G. mit der Versace-Brille mit den Medusas auf der Seite, die übrigens ohne Damenbrille ist, ursprünglich. Also die meisten von denen sind für alte deutsche Frauen oder italienische Frauen designt worden. Posche deutsche Frauen, die an Pferderennen gehen und an Tennis Open und mega ausgefallene Brillen tragen. C'est de l'infini, toujours trop court. C'est de la lenteur à venir du jour. Aux petites heures, où les oiseaux, où leur chant clair le disque. Vintage Sunglasses sammeln, da gibt es alles drauf. Und da gibt es auch Spinner und komische Leute. Die Begierde vom Objekt der Begierde hat mich immer mehr erfüllt als die Erfüllung dieser Begierde. Also, es geht nur um die Jagd. Ich kann auch keine Brille justieren, ich kann auch keine renovieren, ich kann sie nur anschauen. Ich kann sie ein bisschen polieren, wenn ich will, aber da habe ich auch nicht viel davon. Also, es ist wirklich nur passiv und betrachtend. Wenn du sie hast, ich kann auch sagen, ich kann sie ab und zu auf den Balkon nehmen und noch Freude haben dran. Aber eigentlich geht es nur um die Jagd. Tu comprendras un peu mieux, c'est à toi que je le dois ça. Alors je te dois mon visage, les quelques valises que j'ai traînées. Auf dem Petersplatz floh ich, habe ich plötzlich. Dann habe ich eine gewisse Kasalsensibilität gehabt, ich wusste, was es ist. Dann fing ich auf dem Petersplatz floh ich zwei Kasal. Plus ein Kasal-Etui, an drei verschiedenen Orten. Oder? Die eine Kasal hat später, vor zwei Monaten, hat die den Rick Ross auf dem Double XL Cover angehabt. Notabene fotografiert vom Armen Cherayan, der mittlerweile ein Kollege ist von mir, ein armenisch-französischer Hip-Hop-Fotograf, der jetzt in New York wohnt. Und ja, geil, oder? Ich finde die auf einem Flomi und denke, okay, alles ist möglich, oder? Wenn du den Shit auf dem Flomi findest. Das sind Phänomene, wo ich nur, ich bin jetzt ein sichtbarer Exponent, oder? Ich kenne drei oder vier Sammler in der Schweiz, die grössere Sammlungen haben. Ich kenne drei oder vier, die der eine sammelt nur Versace, der andere sammelt nur Casal, der eine sammelt das und das. Also es gibt auch viele Leute, mich sieht man jetzt gut, es gibt auch viele andere. Und dann, als ich nie mehr auf dem Petersplatz gefunden habe, dachte ich, oh shit, aber es gibt andere, die kommen schon um 7 Uhr, und darum sind die fort. Und so ist es auch? Ich weiß es nicht.